Ich finde, er ist attraktiv und intelligent und er hat Humor. Ich meine, der hat wirklich alles. Außer zwei Beinen. Wieso hast du mir das verschwiegen? Ich dachte, es würde dir nichts ausmachen. Das dachtest du. Susan, du hättest es mir sagen müssen, damit ich vorbereitet gewesen wäre. Vorbereitet auf was? Ich kann nicht glauben, dass dich das stört. Es stört ihn doch nicht. Okay, es ist also mein Problem, nicht seins. Es tut mir leid. Ich hätte dich doch vorwarnen sollen. Ein außergewöhnliches Mädchen. Zweifelsohne außergewöhnlich. Was machen Sie dann hier unten? Ich hab was gegen Probleme. Sagt Ihnen der Begriff Déjà-vu etwas? Sicher? Wieso? Genau die gleichen Worte hat Susan neulich mir gegenüber benutzt. In Bezug auf Sie. Tja, vielleicht haben wir beide recht. Wer braucht schon Probleme? Hey, fang mich auf! Ich kann die nächste Olympiade kaum erwarten! Hey! Ah! Auf euch zweibeinige Jungs kann man sich wirklich verlassen. Susan, Skilaufen ist kein Kontaktsport, klar? Wenigstens nicht auf den Abfahrten. In Ordnung. Warte mal. Ich glaube, ich habe mich am Handgelenk verletzt. Oh, na mal sehen, was wir tun können, damit es besser wird. Meine Lippen tun auch weh. Besser? Genau genommen, ich habe am ganzen Körper Schmerzen. Oh, das fühlt sich gut an. Was mir beim Skilaufen am besten gefällt, ist hinterher meine Stiefel auszuziehen. Oh ja, Skistiefel ausziehen ist besser als Sex. Schlechter Sex. Es gibt eine Redensart. Guter Sex ist herrlich. Schlechter Sex ist immer noch ziemlich gut. Was haltet ihr davon, wenn ich den Koch bitte, uns ein Fondue zu machen? Nein, vielleicht ein andermal, danke, aber Susan und ich, wir müssen los. Wir müssen da noch etwas hinter uns bringen. Ja. Tja, wir haben noch was Wichtiges zu erledigen. Mhm. Das war noch viel besser als ein Fondue. Sogar besser als Skistiefel ausziehen. Oh, das hört sich ja kalt an. Du kennst doch die Redensart. Ein kalter Gipsverband, ein heißes Herz. Oh, nicht schlecht. Danke. Ich würde gern mal unter den Gips gucken. Was? Na, es macht mich verrückt. Ich muss unter deinen... Das ist der einzige Teil von dir, den ich nicht sehen kann. Ich kenne jeden Zentimeter deines Körpers, nur dieses Bein. Tut mir leid. Nein, Susan, ich muss es sehen, bitte. Kommt nicht in Frage, das hebe ich mir für jemand ganz Besonderen auf. Du hast was? Ich konnte doch nicht damit rechnen, dass ausgerechnet sowas passiert. Gerade der Typ war eigentlich nicht mein Fall. Lisa, sag mir, was ich jetzt tun soll. Sag es ihm. Das kann ich nicht. Wie würde es dir gefallen, wenn dir jemand sowas unter die Nase reibt? Da flippt man aus, oder? Susan, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht was zu verheimlichen hat. Lisa, hier geht es um mehr. Das ist was anderes, als seinen Busen mit Kleenex auszustopfen. Hey, was mache ich bloß? In ein paar Tagen bin ich sowieso wieder weg. Weshalb sollte ich es ihm sagen und alles ruinieren? Ja, weshalb? Weshalb das Glück von ein paar Tagen ruinieren, wenn es doch bloß um den Rest deines Lebens geht? Liebst du diesen Typ? Ach, ich weiß nicht, warum ich dich damit belästige. Susan, meiner Ansicht nach hast du nur eine Wahl. Entweder du sagst es ihm, oder du sorgst dafür, dass du ihm nie wieder begegnest. Nie mehr. Genau, das habe ich mir auch überlegt. Lisa, tut mir leid, dass ich dich aufgeweckt habe. Ich muss jetzt Schluss machen. Mach's gut. Claude hat angerufen. Oh, hat er? Er will, dass ich zu ihm komme.
Oh, könntest du mir das bitte geben? Danke. Und was ist mit François? Ich glaube, er verdient eine bessere als mich. Sieh mal, er ist ein fantastischer Mann. Ich hab's dir schon gesagt, das ist mein Problem, nicht seins. Du leidest an Selbstunterschätzung, Nicole. Ich glaube eher, du schätzt mich zu hoch ein. Oui, c'est de là. Merci. Gib Peter einen Kuss von mir. Mach ich. Auf die guten Zeiten. Genau. Ich wollte mich entschuldigen, François. Weshalb denn? Ich fühle mich einfach verantwortlich. Nicht doch. Ich habe mich längst damit abgefunden. Ich komme damit klar. Sicher? Absolut. Hören Sie, ich muss leider morgen wieder weg. Ich fliege geschäftlich nach Zürich. Es ist alles zu Ende, nicht wahr? Sie fahren. Nicole ist schon weg. Peter ist hier. Das ist eine andere Geschichte. Es gibt da was, was ich keinem erzählt habe. Ich meinte, er ist hier. Eben gekommen. Tja, sieht so aus, als würde sich die goldene Kutsche gleich in einen traurigen Esel verwandeln. Was? Der Augenblick der Wahrheit ist zum Greifen nah. Ist ja eine trostlose Stimmung. Was gibt's? Ich muss morgen abreisen. Dann sollten wir heute Nacht noch einen drauf machen. Ein Trupp von Presseleuten hat das Restaurant unten in Saint-Gervais gemietet. Wir schnappen uns Nicole, fahren dahin und lassen den Bären los. Nicole ist abgereist. Sie ist heute Morgen nach Paris zurückgefahren. Na, dann müssen wir eine andere auftun, damit du dich amüsieren kannst. Du kannst es doch unmöglich in so einem Stimmungstief verlassen. Wieso nicht? Vielleicht ist das im Moment für ihn die richtige Stimmung. Wieso muss überhaupt immer alles auf ein Happy End zu laufen? Warum kann er sich nicht so fühlen, wie er will? Vielleicht fühlt er sich nicht glücklich. Vielleicht fühle ich mich nicht glücklich. Hast du daran mal gedacht? Warum ist sie so sauer auf mich? Ich habe nicht mehr durchgeblickt, als sie über das Glücklichsein redete. Ich würde euch gern begleiten, aber ich kann nicht. Tja, ich schätze, das war's dann. Au revoir. Aber ich gehe davon aus, dass wir uns irgendwann wiedersehen. Würde mich nicht überraschen. Und was Sie betrifft? François! Hier, nehmen Sie das. Lassen Sie etwas Zeit, dann melden Sie sich. Nein, das möchte ich wirklich nicht. Es wäre ihr gegenüber nicht fair. Fair? Man kann aus den Menschen nicht mehr machen, als sie sind. Das ist allerdings wahr. Was ist das für ein Ungetüm? Habe ich mir geliehen. Damit fahren wir nach Saint-Gervais. Ich würde lieber ein Taxi nehmen. Die fahren nicht, bevor die Straßen frei sind. Na los, steig auf. Na mach schon, mach Spaß. Ist das nicht spitze? Ja, ganz nett. Können wir mal für einen Augenblick rechts ranfahren?
Was gibt's?